Servus Bremen-Fans, ich bin der Bassi B. aus Bayern, darum sage ich nicht Moin, sondern Servus. Trotzdem geht's um den schönsten Verein der Welt, SV Werder Bremen. Wir sprechen über das heutige Duell gegen wen? Gegen den FC Augsburg. Heute 15.30 Uhr, Samstag natürlich. Let's go! So, wer mich kennt, weiß, für mich ist das ein ganz besonderes Spiel. Ich wohne vor der Haustür von Augsburg. Ich könnte mit dem Fahrrad zum Stadion wahrscheinlich innerhalb von 27 Minuten fahren. Augsburg liegt vor meiner Haustür, darum ist es für mich natürlich eine ganz besondere. So, jetzt sehe ich gerade einen Fehler. Zack. Ha. Jawohl, vorbereitet. Endlich mal mit Profis arbeiten, das wäre mal schön. Vor meiner Haustüre, ich liebe die Stadt FC Augsburg, aber ich liebe den Fußballverein SV Werder Bremen. Das ist komisch, aber so ist es halt. Nun mal, man kann sie es nicht. Also, wir schauen uns mal, bevor wir in das Spiel reingehen, die Ausgangslage an. Und auf der linken Seite seht ihr hier der Spalte A, die jetzt markiert ist und jetzt wieder nicht mehr. So wollte ich es machen. Nein, natürlich nicht. Jawohl, die Technik ist wunderbar. Zack! Ja, endlich mit Profis arbeiten. Die Tabelle des 22. Spieltags, da sind wir auf dem Platz 9 mit 30 Punkten. Das hört sich doch schon mal wunderbar an. Und der FC Augsburg mit 24 Punkten. Auf Platz 13, das heißt 6 Punkte Rückstand, kann also tabellarisch relativ eng werden, sollte das in die falsche Richtung gehen. Was ich aber eigentlich den viel interessanteren Blick mir sehe, ist, auch wenn sie noch deutlich kleiner ist, die Tabelle, ist die Rückrundtabelle. Denn ganz ehrlich, bei der ganzen Tabelle, welche Leistung man im August oder im September letzten Jahres gemacht hat, spielt glaube ich jetzt im März des aktuellen Jahres überhaupt keine Rolle mehr. Daher finde ich, ich bin immer ein Fan von einer Rückrundentabelle. Und ja, ich habe da natürlich auch wieder beide Mannschaften markiert. Bremen hat 9 Punkte, Augsburg hat 6 Punkte. Beide haben noch nicht unentschieden gespielt. Bremen hat dementsprechend 3 von 5 Spiele gewonnen und Augsburg nur 2. Jetzt könnte man sagen, so viel ist ja gar nicht hin. Jetzt müsste man vielleicht auch noch aufdröseln, wer hat gegen wen gespielt. Das mache ich jetzt nicht. Was ich aber schon interessant finde, ist das Torverhältnis. Augsburg war schon immer eine Mannschaft, letzten 10 Jahre, als sie hier in der Bundesliga sind, schon immer eins effektiv. Sie haben immer Spiele drin, wo man sagt, wie können die das schon wieder gewinnen? Meistens dann so ein 1-0 und so. Und darum, also wenn ich aus 5 Spielen 4 Tore nur schieße und 8 bekomme und damit 2 Spiele gewinne, keins Unentschieden mache, dann können es ja nur enge Siege gewesen sein. Das ist natürlich dann, kann man sagen, eine sehr gute Performance. Aber was ich damit sagen will, ist Gefahr für Bremen, wenn Augsburg ein Tor macht, wenn Augsburg in Führung geht, dann werden die sagen, hier, Busfahrer, fahr den Bus vor die Tür. Mein Gott, was rede ich denn? Vor das Tor! Wir lassen ja nichts mehr zu. Und das kann wirklich nervend sein. Und ich glaube, Augsburg schafft es regelmäßig, den Gegner zu entnerven. Das darf uns heute nicht passieren. Schauen wir noch einen schnellen Blick auf die Heim- und die Auswärtstabelle. Das habe ich jetzt auch mal eingefügt. Auf der linken Seite ist die Heimtabelle. Das heißt, da schauen wir durch den FC Augsburg an. Sie sind das drittschwächste Team zu Hause, haben 14 Punkte geholt. Jetzt kann man sagen, boah, ist ja nicht gut. Muss man natürlich auch sagen, der Neuntplatzierte, also Bremen ist der Zehnte. Mainz ist auch mit 16 Punkten Neunter. Der Neunte hat zum Drittletzten in der Heimtabelle 2 Punkte Vorsprung. Also das ist super eng, daher ja, Augsburg ist tabellarisch nicht gut zu Hause, aber wir müssen auch klar sagen, Bremen ist es tabellarisch auch nicht viel besser und ich denke, trotz all dem haben wir immer den Anspruch, im Weserstadion zu gewinnen, daher wenig aussagekräftig. Bei der Auswärtstabelle, da sind die Mannschaften untereinander, da wäre Augsburg 11, wir sind aber, darum geht es ja, wir spielen ja auswärts, wir sind auf Platz 10 mit 14 Punkte, wir haben da schon 4 Punkte mehr wie Augsburg auf dem 11., das ist schon, finde ich, deutlich aussagekräftiger. Und wir wissen es ja, bis auf ein Spiel im Dreierlachs anbieten. Daher erhöhen wir die Siegchance nur mit der richtigen Wahl des Trikots. Ich hoffe, das geht mit den Augsburg-Trikots aus. Ich glaube es fast nicht, weil alles, was Richtung Weiß-Trikot geht, ist, glaube ich, nicht gut für einen Dreierlachs. Aber ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Wir werfen mal einen Blick in den Kader rein. Jetzt wird es spannend. Ich habe mir das tatsächlich mal wieder aus dem Kicker rausgeklaut. Ich hoffe, das stimmt, aber soweit ich da informiert bin, stimmt das. Schauen wir uns die Verletzten zuerst an.
Der Agu ist immer noch mal Aufbautraining, das dauert sehr lange, aber da muss man leider Geduld haben. Tut mir ein bisschen leid für den Kerl, ich mache es mal einen Tick größer. Tut mir leid für den Kerl, weil ja, er hätte die letzten Wochen jetzt wirklich Spielpraxis bekommen, bin mir sicher, wenn Mitchell Weiser, als Mitchell Weiser zuerst gesperrt, dann verletzt war, jetzt wackelt er ja immer noch. Der hätte wirklich ein paar Spiele gemacht, hätte sich da beweisen können. Und wäre wahrscheinlich auch interessant gewesen, Bezug auf Vertragsverlängerung Mitchell Weiser. Natürlich will man mit Mitchell verlängern und natürlich würde ich sagen, koste was es wolle, überschüttet ihn mit Geld, ist es scheißegal, wir brauchen ihn. Andererseits ist er, muss er Angebote haben für die nächste Saison. So gut wie er spielt, für mich hätte ich gesagt, Hansi Flick zur WM hätte er mitnehmen können. Spielt eine überragende Außenverteidigerposition, weil er gerade auch sehr offensiv stark ist. Das ist ja das, was gerade die guten Mannschaften oben brauchen. Sie brauchen einen Spieler, wie die offensiv gut sind. Wenn ich mal sehe, Marius Wolf wird jetzt bei Dortmund gehandelt. Ich bin mir sicher, wenn der Mitchell Weiser in dieser Dortmunder Mannschaft in Dortmund spielen würde der Wolf bei Bremen, da würde kein Mensch über Wolf als Nationalspieler rechnen und alle sagen, Mitchell Weiser der beste deutsche Rechtsverteidiger, bin mir sicher, denn der Mitchell ist. Spieler ist viel, viel besser wie ein Wolf zum Beispiel. Ich sehe da tatsächlich keinen besseren, außer man würde vielleicht Kimmich auf die Rechtsverteidigungsposition stellen, was ja keiner will. Bukolan ist krank, soweit ich weiß. Das war zumindest gestern Abend die Info. Ich hoffe, er ist es nicht. Wenn ja, wäre es sehr schade. Mbom hat Probleme mit der Wade leider und Salifu genauso. Für einen Salifu wäre das natürlich ein sehr schönes Spiel gewesen. Vielleicht springt er ja noch jetzt in den Flieger mit rein, ich weiß es nicht. Stand gestern Abend war er auch an der Wade verletzt. Denn Salifu ist ja, kommt er vom oder kam vom FC Augsburg 2. Und Stark ist leider erkrankt, ist jetzt von der Gelbsperre wieder da. Ist erkrankt. Wie gesagt, meine Info ist, er ist nicht dabei. Ich hoffe natürlich, dass er dabei wäre, denn dann wäre es richtig interessant, wie Ole sich in der IV entscheidet. So, in der Torhüter-Position Pavlenka 1, klar, Zetra Nummer 2. Ich glaube, da kommt noch ein Dritter auf die Bank, aber wir haben noch drei andere junge Torhüter. Da ist es mir fast egal, wer da auf der Bank liegt. Das interessiert mich nicht, darum habe ich nur zwei aufgeschrieben. Ja, dann unsere drei, ohne Stark, unsere drei IV-Stammspieler, Pieper, Velkovic, Friedl und wie spricht man denn aus? Chia Rodia? Ich hab's wirklich noch nie gehört. Chia Rodia? Wir nennen ihn Chia. Wir nennen ihn Chia. Chia hockt auf der Bank. Ich hoffe, dass wir ihn halten können und ich hoffe auch, dass wir jetzt Punkte, Punkte, Punkte sammeln, dass er dann auch mal am Ende der Saison hin auch mal ein Spiel von Anfang an kriegt, denn er ist jetzt, glaube ich, 17 Jahre und ich will den unbedingt mal sehen. Also wirklich jetzt nicht irgendwie nur 5 Minuten oder 10, sondern wirklich eine erhebliche Zeit, gerne mal 60 Minuten und länger. So. Außenverteidigerposition haben wir dann eigentlich nur zwei Leute. Jung, unser Arbeitstier, ich habe ihn letzte Woche kritisiert und hat ein Bombenspiel gemacht. Klar, jetzt lobe ich natürlich, nein, ich lobe nicht. Ich finde, er ist in der Startelf, wo ich immer sage, der SV Werder Bremen kann mit seiner Top-Startelf, wenn alle fit sind, wenn alle auf ihrem Niveau sind, also mit den drei IVs von den, wir haben ja vier mit dem Stark zusammen, da ist es mir fast egal, welche Konstellation, mit dem Pavlenka im Tor, mit Weiser und Jung auf einer Außenverteidigerposition. Mit dem groß defensives Mittelfeld, dann mit dem Bittencourt und wer daneben steht, weiß ich nicht. Aktuell wird es Niklas Schmidt sein, ob es da mal das Day ist oder ob es Romano Schmid ist oder vielleicht auch Gruff, I don't know. Aber mit der Bittencourt Großachse und dann vorne Füllkrug Duxch, sage ich, können wir vielleicht nicht die ersten drei oder vielleicht die ersten vier in Deutschland nicht schlagen. Obwohl gegen Union Berlin war auch die bessere Mannschaft. Also wir können Leipzig, Dortmund, Bayern, vielleicht auch Frankfurt nicht schlagen, aber alle anderen können wir schlagen und wir können alle anderen sogar vielleicht auch deutlich schlagen. Das ist eine Top-Achse mit 7, 8 Mann. Da werden wir, bin ich überzeugt davon, in der Konstellation ist das eine Europa League-Mannschaft. Das Problem ist, dass es danach hängt. Jung ist ein absoluter Stammspieler, der ist aber zu schwach dafür, finde ich. Und ja, und alles, was wir reinbringen, außer Mittelfeldposition, ist dann zu schwach in IV. Klar, wir haben dann einen, aber wenn wir einen zweiten bringen, dann kommt der junge Chia, der ist halt noch zu jung, hoffentlich ein Talent, aber er ist zu jung. Auf der Außenverteidigerposition haben wir dann gar nichts. Buchanan wirkt nicht gut, Agu fällt halt diese Saison sehr lange aus. Da ist dann kaum was da, da müssen wir dann mit dem Bittencourt spielen. Das, klar, er ist so ein ähnlicher Mitchell Weiser-Typ, aber hat dann doch nicht die Dynamik. Das ist alles nicht so gut und Dingchi traut man es vorne anscheinend auch nicht ganz zu. Philipp ist für mich langsam sicher eine Unbekannte und im Mittelfeld haben wir viel, ja. Ergänzungsspieler, gute Qualität, vielleicht auch mal mit dem
mit dem Formhoch vielleicht auch funktionierend, aber eine Qualität wie Bittencourt hat da einfach keiner. Und gerade also mit der Qualität, Mental, Erfahrung kommt da keiner hin. Und dementsprechend sind wir dann da, wo wir landen. Aber ich glaube auch, dass wir da bringen muss. Generell mit diesem Kader, also eigentlich sage ich, zwischen Platz 8 und 9 hoffe ich schon. Also wenn es am Ende des Tages 11 oder 12 wird, dann wäre ich schon enttäuscht. Muss ich schon klar sagen, auch wenn es vielleicht hochgegriffen ist als Aufsteiger. Aber bin absolut überzeugt von dem Kader. Vom Großteil der Kader finde ich ihn überragend. Takt der Ole, was erwarte ich? Wie wird er aufstellen? Ich habe hier im Übrigen, wenn wir mal kurz auf die Bank gucken, hier eben hier zwei Fragezeichen, weil wir mit Sicherheit einen dritten oder vierten Torhüter draufstellen. Wir werden mit Sicherheit noch den einen Blonden mit den wenigen Haaren, ich weiß nicht seinen Namen, von der zweiten Mannschaft wahrscheinlich hinten reinstellen. Und wahrscheinlich wird da auch noch mehr, weil wir haben ja meistens 8 oder 9 Spieler auf der Bank oder 10 vielleicht sogar. Aber das sind die Namen, die hier stehen, die sind hier im ersten Mannschaftskader fix und die hocken dann so auf der Bank, denn ich denke, Ole wird nichts ändern. Erstmal never change a running system, a winning team. Zweitens ist das Spiel gegen Augsburg ähnlich wie gegen Bochum und da spielt es keine Rolle, ob man jetzt daheim oder auswärts spielt. Ich gehe davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben, dass der Gegner tiefer steht, dass der Gegner eklig spielt in seiner Art, wie er wirklich sehr, sehr erfolgreich wurde. Und daher bin ich mir sicher, er wird gar nichts ändern. Und da ich mir sicher bin, dass er nichts ändern wird, habe ich bei meiner eigenen Aufstellung auch nichts geändert. Das ist natürlich super langweilig, aber es ist halt einfach so. Ich sehe keinen Grund, dass er da was ändert. Ich würde natürlich den Philipp gerne sehen. Ich würde den Philipp auch gerne hier für Niklas Schmidt sehen, weil ich glaube, dass Philipp ein besserer Fußballer ist. Aber Niklas Schmidt mit seiner Story kommt in der Winterpause oder im Wintertrainingslager raus, dass er Depressionen hatte und eine schwere Zeit hatte mental und jetzt rauskommt und die Hütte macht. Und er ist ein ganz spezieller Spieler, weil er eine ganz tolle Schusstechnik hat. Eigentlich ein Mann für das Spezielle hat und das ist geil. Also, ich glaube, er kann schon in ein paar Jahren so eine Bittencourt-Rolle da übernehmen. Den muss man jetzt spielen lassen, den wird man auch spielen lassen. Ich glaube, dass jetzt auch die Trikotverkäufe von ihm nach oben schießen. Damit kann man sich identifizieren. Ein Mann, der eigentlich schon raus war bei Bremen und jetzt irgendwie den Turnaround schafft mit dieser gesundheitlichen Story. Am Ende des Tages vielleicht einer der Happy Stories in der Bremen. Saison im Nachhinein. Würde mich irgendwo freuen und darum spielt er und darum, ja, da wird Ole nichts ändern. Ich habe hier, ja, das ist jetzt zweimal kopiert, super langweilig, gehen wir gleich weitergehen. Da wird wenig passieren. Ich hoffe aber, dass Philipp mal eine gewisse Zeit bekommt. Im Mittelfeld tut es mir für alle drei leid, die da nicht spielen, gerade für die unteren beiden junge Spieler, die mir beide sehr gefallen. Romano, Hedy würde ich lieben gerne in der Startelf sehen und Gruff genauso. Aber ich hoffe, dass sie Geduld haben. Ihre Zeit wird hoffentlich kommen. Und bei Dingchi sowieso, denn ich hoffe, dass man Dingchi klar sagt: Lücke wird verkauft im Sommer. Da ist Maimach. Da geht es so darum, wie viel Geld kriegen wir. Der wird hundertprozentig gehen. Der wird jetzt nochmal wissen: Der hat bei der Nationalmannschaft Blut gelegt. Der wird wahrscheinlich international spielen wollen, vielleicht sogar Champions League spielen wollen. Und der will einfach nochmal an die große Kohle. Und wir sollten alle dankbar sein. Er hat hier unterschrieben, hat auf Kohle verzichtet und jetzt liefert er brutal daher. Und dann hoffe ich eben, dass Dingchi bleibt, weil dann kann er vielleicht auch da spielen. Und vielleicht auch Philipp. Also ich finde eigentlich den Philipp fit, richtig cool. Schauen wir mal an. So, die Keys to Win sind ähnlich wie gegen Bochum. Gibt ein paar Unterschiede. Daumen. Wichtiges Spiel. Wichtig Spiel, weil, ja, es ist natürlich ein schönes Deutsch, aber ja, wichtig Spiel, kennen wir ja alles. Wichtiges Spiel ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Natürlich, wie die gut waren im Hinspiel, wissen alle. Es war, glaube ich, 1-0. Auf jeden Fall war es ein enges Spiel, was wir verloren haben. Elfmeter. Der Torwart Ginčević, wie heißt von der FCA, hat da unsere Kurve da ein bisschen provoziert und natürlich hat die Kurve dann reagiert. Es war von beiden nicht gut, aber Emotionen gehören dazu. Ich denke, es war noch im Rahmen, es war noch okay. Aber ich denke, beide Mannschaften, beide Fanlager haben dieses Spiel noch im Hinterkopf. Daher ist hier für Power gesorgt. Wenn man gewinnt, hat man 33 Punkte nach 23 Spieltage. Das ist überragend, das wäre überragend. Natürlich habe ich hier gleich einen Gefahrbalken reingebaut. Das wäre top, das wäre super. 33 Punkte können für den direkten Klassenerhalt reichen.
kann eher wahrscheinlich für die Relegation reichen, aber wenn es schlecht läuft, reicht es gar nicht. Daher es wäre super, es wäre geil, aber die Saison ist noch lange nicht vorbei. Wir dürfen noch nicht Klassenerhalt feiern. Das sind wir ein gebranntes Kind auf Jahre hinweg. Aber natürlich werden 33 Punkte nach 23 Spieltagen überragend. Und wenn man in die Zukunft guckt, da kommen auch Gegner, die dann noch schlagbar wären. Ganz ehrlich, eigentlich muss das Ziel in unserer Form, in unserer Qualität sein. Wir wollen auf jeden Fall 40 Punkte haben. Und wenn wir die haben, dann gucken wir, was dann noch gehen sollte, wenn dann noch was geht. So, Spielverlauf. Was erwarten wir? Wir haben das kurz angeguckt. Augsburg hatte gegen Hertha tatsächlich mehr Ballbesitz. Das hat mich ein bisschen überrascht. Sogar deutlich mehr Ballbesitz. Ich glaube aber dennoch nicht, dass Augsburg gegen uns auf Ballbesitz setzt. Augsburg hat im Schnitt über alle Spiele hinweg die zweitschwächste Ballbesitzquote. Also, ob es jetzt schwach ist, könnt ihr selber überlegen. Es ist die zweitgeringste auf jeden Fall. Bremen ist da auf 8, 9, 10 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Also im Mittelfeld, da wo sie auch tabellarisch hingehören oder auch sind. Daher passt das. Daher ich behaupte, dass wir mehr Ballbesitz haben, mehr Spielkontrolle haben. Und ich hoffe, dass wir, den brauchen wir. Und da sind wir immer ein bisschen knackbar. Wir brauchen den Kampf. Wir müssen den Kampf annehmen. Gerade gegen Augsburg ist einer der kampfstärksten Mannschaften. Einer der, die am meisten auf den Kampf setzen. Die doch gar kein Problem haben, das zuzugeben. Und wir müssen durch den Kampf die höhere Offensivkraft etablieren. Denn da bin ich überzeugt, wir sind offensiv die stärkere Mannschaft. Wir haben vorne drin schon alleine haben wir mehr Qualität. Da sage ich, da musst du ins ganz oberste Bundesliga-Regal gucken, damit du da mehr Qualität hast. Wir haben den aktuellen Torschützenkönig, also der aktuell die Torschützenliste anführt. Der aktuelle Torschützenkönig ist natürlich der vom letzten Jahr und das war Lewandowski und den gibt es nicht mehr. Aber aktuell haben wir den Spitzenreiter. Schlägt uns keiner, schlägt uns auch kein Bayern, kein Dortmund, kein Red Bull oder wer auch immer oder Frankfurt, die ach so schön gelobte Offensive, sondern das war wieder Bremen hat ihn. Und mit Ducksch und mit Bittencourt und mit Weiser, da haben wir mehr Qualität wie zwei Drittel der ganzen Liga. Davon bin ich absolut überzeugt und daher. Aber, und das wird Ole mit sehr so sagen, wir müssen es durch den Kampf müssen wir es etablieren. Wir können nicht nur sagen, ja, wir sind offensiv besser, das machen wir schon, sondern es wird wehtun heute und dagegen müssen wir uns wehren. Und dann können wir auch offensiv gut Fußball spielen. Was erwarten wir denn vom Gegner? Ein tiefstehender Gegner, nicht ganz so wie VfL Bochum, aber tiefstehender, weil zweitlängster Ballbesitz in der Liga, habe ich ja schon gesagt. Natürlich, daraus ergibt Fokus auf den Konter, auf den geradlinigen, einfachen Fußball, Fokus auch auf Standards. Das ist immer das Gleiche, aber das ist eine Mannschaft, die immer noch im Abstiegskampf ist. Wenn sie verlieren heute, sind sie auf jeden Fall wieder da. Weil ich erwarte, dass zum Beispiel Schalke gegen Bochum gewinnt, dann hat Schalke 19 Punkte, Augsburg 24, dann hat Schalke, die alle schon gesagt haben, bye bye, goodbye, my love, goodbye, nur noch 5 Punkte auf dem Tabellenletzten und da ist durch Druck im Kessel da. Daher ein einfaches Spiel und natürlich Augsburg versuchen, den Kampf, die Emotionen aus dem Hinspiel mitzunehmen und auch Bremen immer zu erinnern, da war doch was, da war doch was, da war doch was. Das Stadion ist vielleicht nicht das lauteste. Weiß nicht, das Größte ist, aber da sind schon leidenschaftliche Fans dabei. Und die werden natürlich auch versuchen, den Bremer zu zeigen, uns zu zeigen, da war doch was. Und dagegen müssen wir uns wehren. Das wird mental gar nicht so einfach. Was brauchen wir? Man braucht immer, wenn man mehr Ballbesitz hat, wenn man höher steht, man braucht immer Geduld und man braucht Konterabsicherung. Denn Geduld heißt, nicht jeder Ball muss sofort der Chip an die Tiefe gehen, nicht jeder Ball muss flach durch die Schnittstelle gehen, sondern wir müssen auch den mal breit machen, verschieben, verschieben, dann mal eine Situation kreieren, wo man mit zwei Kontakten oder vielleicht mit einem Diagonalball die Ballverlagerung bekommt, damit wir ein bisschen Platz bekommen. Natürlich schön über links immer spielen, um dann den schnellen Angriff über rechts, über Mitchell zu machen. Wir sind da einerseits sehr berechenbar, das ist das Problem, wenn Mitchell spielt, andererseits ist immer einfach brutal gut. Weil das einfach fast alle Mannschaften Gefahr machen. Ich kann immer nur an das Gegentor oder ja, aus bayerischer Sicht das Gegentor von Bayern erinnern. Also Bremen, das Tor in München, in der Allianz Arena, da war ich im Stadion. Also ich weiß nicht, ob der FC Bayern München ein schöner herausgespieltes Tor in dieser Saison schon bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Mannschaft in der Champions League geschafft hat oder von den Großkopferten. Das war überragend. Aus dem Einwurf von Mitchell, doppelter Doppelpass, Spielverlagerung, quer rein, jung, lange Eck.
Vielen Dank fürs Gespräch. Und da war ich tatsächlich mit meinem Dreierlachs-Trikot da drin gehockt und dachte, let's go, da geht was. Und dann ging es 6-1 aus. Naja. Kontoabsicherung brauchen wir natürlich, weil Augsburg mehr Qualität hat wie Bochum auf jeden Fall. Die haben nicht nur ein Spiel, die haben mehrere Spieler und natürlich auch mit Berisha einen, der spielentscheidende Tore machen kann. Das hat er bewiesen. Ganz viele 1-0 gemacht. Guter Mann, ja. Leidenschaft, klar, das ist wieder so ein blödes Wort, aber um diesen Punkt, die höhere Kraft, Offensivkraft zu etablieren, brauchen wir einfach Leidenschaft. So ist es. Wir müssen da, Leidenschaft heißt, Schmerzen aushalten. Wenn Gegenwind kommt, sich dagegen stellen und nicht umdrehen und sagen, boah, lass mich betreiben, so, nee, da durchgehen und sagen, hey, mein Mitspieler, mach Fehler, ich bin da. Ich repariere sie alle. Ich repariere mehr Fehler, wie du sie machen kannst. Und wenn das alle denken, dann kriegen wir das auch. Defensiv hin. Und natürlich die Tiefe im Spiel, die tiefe Laufwege, das brauchen wir, auch wenn der Raum zwischen Abwehrspieler und Torhüter da nicht groß sein wird, da brauchen wir brauchen diagonale Einlaufwege, damit der Pass einfach vertikal sein kann. Die brauchen wir, ob sie hoch sind, ob sie tief sind. Also flach oder Chipball ist egal. Die beiden müssen alle Bälle verarbeiten können. Und dann geht das. Und dann können wir da auf jeden Fall auch wirklich gewinnen. Ich denke, wir sind hier 51, 49 Favorit. Vielleicht auch 52, 48. Wir sind hier der knapp der Favorit. Sei ganz klar, weil wir einfach die bessere Mannschaft sind. Aber natürlich ist Augsburg nicht blöd und die wissen, wie man Fußball spielt. Spielfreude, Spielfreude, Spielfreude. Wir wollen, müssen spielen, spielen, spielen. Und wir wollen auch, wir müssen in diesem, das Risiko gehen, dass wir sagen, jawohl, Augsburg, wir wissen, wie ihr spielt. Wir wissen, dass ihr genau das wollt, was wir vorhaben. Ihr wollt ein bisschen tiefer stehen. Ihr wollt gar nicht so den Ball. Ihr wollt kontern. Ihr wollt geradlinig angreifen. Ihr wollt kämpfen, geradlinige Angriffe haben. Und dann, ähnlich wie Bochum im letzten Drittel einfach Fußball spielen, direkt Fußball spielen, ohne Schnörkel, dass es schwer zu verteidigen ist, dass es immer Tempo braucht und wenn sie da einen Platzvorsprung haben, dass wir nicht hinterherkommen. Aber mit dem Wissen, Augsburg ist ein Tick besser in der Qualität wie Bochum. Ja, der Matchplan ist damit klar. Ich hoffe, dass wir das richtig umsetzen. Das wird auf jeden Fall ein enges Spiel, egal wer das gewinnt, das wird ein enges Spiel, es wird ein leidenschaftliches Spiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier wieder die in der letzten Viertelstunde die Bremer Macht kommt und das Ding vielleicht auch dreht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir 1-0 hinten sind. Irgendwie ist das so ein typisches Spiel, aber wo wir dann am Schluss mit sehr viel Kampf und mit sehr viel Schmerzen, aber auch mit einer gewissen offensiven Qualität das Ding dann 2-1 gewinnen und das wäre doch wunderbar, dann hätten wir 33 Punkte und alle Bremer Fans, die aus Bremen kommen, hätten eine lange, aber dann schöne Abreise und morgen ist Sonntag, da kann man ja dann auch den einen oder anderen Rausch ausschlafen. Ich hätte eine kurze Heimfahrt, ich schaue es aber nicht im Stadion an, weil ich auf das Augsburg-Stadion keine Lust habe. Darum schaue ich mir das lieber in der Allianz Arena an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein Heimweg ist dann leider nicht kurz, denn und ich freue mich, dass Bremen wieder bei mir in der Nähe ist. Denn ich bin der Basti B. Ich bin der Bremen-Fan aus Bayern. Darum sage ich zum Abschied nicht Moin, sondern Servus. Und auch im nächsten Video geht's. Und im wunderschönen SV Werder Bremen. Servus.